Sarah Wagenknecht war bei Phoenix zu Gast und ja, hat dort über ihre neue Partei und ihre politischen Pläne gesprochen. Ich würde sagen, da schauen wir gleich mal rein. Ich habe mir das Gespräch vorher noch nicht angesehen. Du, Sella, hast allerdings schon mal reingeschaut. Wie war denn Ihr Auftritt? Ja, souverän, wie sehr oft eigentlich. Ja, ich habe schon ein bisschen mal reingehört, so nebenbei. Ich habe mir aber hab mir auch den Rest aufgehoben für den Stream jetzt und ja, bin mal gespannt, was sie sonst noch so zu sagen hat. Gerade schreiben mir Leute, ach egal, wir machen jetzt weiter mit der Reaktion auf Wagenknecht. Während viele sagen, sie ist eine Gefahr und einige sagen auch, sie ist ein Mysterium. Fakt ist jedenfalls, dass sie die deutsche Parteienlandschaft gründlich durcheinandergewirbelt hat. Sarah, wir erzählen gerne die Geschichte, wie sie als kleines Mädchen den Touristen, die sie von der Westseite von Berlin über die Mauer hin angeschaut haben, von einer Aussichtsplattform aus die Zunge rausgestreckt haben. Wie viel von diesem wehrhaften kleinen Mädchen steckt heute noch in Ihnen? Naja, also es war schon so, dass wir uns damals als Kinder geärgert haben. Es gab ja wirklich so eine Aussichtsplattform, wo die drüber geguckt haben und wir fühlten uns so wie im Zoo, so beobachtet, ne? Also was sind das da für komische Kinder in so einer abgefrackten Straße? Die sah ja damals völlig anders aus, ganz grau. Die Häuser waren noch quasi mit kriegsversehrten Löchern und Ähnlichem. Also ich glaube schon, dass ich jemand bin, der auch sehr, ja, überzeugt die Dinge vertritt, die ich für richtig halte und sich davon auch nicht abbringen lässt. Ich glaube, das ist aber in der Politik auch wichtig. Wenn mich jemand von was anderem überzeugt, dann sehr gerne. Aber ich würde nicht, weil Menschen um mich herum oder eine Gruppe oder auch eine Partei jetzt etwas sagt, was anders ist als das, was ich meine, plötzlich meine Meinung verändern, auch wenn ich nicht das für richtig halten würde. Ich glaube, das sollte man auch nie tun. Sie sagen, Sie haben sich beobachtet gefühlt. Daran hat sich nicht viel geändert, würde ich sagen. Auch heute sind Sie sehr unter Beobachtung und haben vor einigen Wochen den Verein Bündnis Sarah Wagenknecht gegründet, der in eine Parteigründung Anfang Januar münden soll. Nehmen Sie uns doch mal mit, wie laufen da die Vorbereitungen gerade? Ja, es ist ganz schön anstrengend. Also es ist ja schon so, wie in vielen Bereichen sind in Deutschland die Vorschriften und die Gesetze relativ komplex. Auch eine Vereins-, aber erst recht eine Parteigründung, da ist viel zu beachten, was die Satzung angeht. Man braucht Geschäftsordnungen und alles Mögliche, Schiedsordnungen, also Dinge, mit denen ich mich im Leben nie beschäftigt habe, die aber alle stimmen müssen, weil wir das ja dann alles einreichen müssen, wenn wir die Partei gründen. Und wenn da irgendein Fehler drin ist, dann würde uns das massiv schädigen, weil wir dann ja natürlich jetzt nicht, wir müssen ja im Januar schon die Europaliste aufstellen und wenn uns da etwas unterlaufen würde, wäre es ein Problem. Also auch wir beschäftigen Anwälte, um damit zurande zu kommen. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und vor allem, und das ist für mich vor allem wichtig, ich spüre ganz viel Zuspruch. Also mir schreiben Menschen, ich werde auf der Straße angesprochen und ganz viele sagen, das ist jetzt so notwendig, dass diese neue Partei entsteht und das ermutigt natürlich sehr. In der Debatte ist vor allen Dingen im Moment die Frage, wie Sie diese Partei dann finanzieren. Im Moment generieren Sie Spenden über den Verein. Lassen wir jetzt mal diese ganzen Formalia beiseite. Eigentlich entscheidend ist doch nur die Frage, beziehen Sie Geld oder haben Sie Spenden bekommen aus Russland? Können Sie das ausschließen? 75 Euro. Also ich nehme mal an, damit ist die Partei komplett gekauft worden, oder? Unser Schatzmeister hat nachgeguckt und es Auf jeden gibt Fall. exakt 75 Es Euro, wird ja wo jetzt auch wieder spekuliert, sie hätte Spenden aus Russland bekommen, ne? 75 Euro. Das ist schon öffentlich. Das hat die Partei nämlich einfach öffentlich gemacht. Aus welchen Ländern sie Spenden erhalten haben und wie große Spenden. Wie gesagt, 75 Euro aus Russland. Ich nehme mal an, damit ist endgültig bewiesen, dass Putin den ganzen Laden persönlich finanziert hat. Ich meine, mit 75 Euro kann man sich schließlich. Ja, eine Partei, die bei den nächsten Bundestagswahlen wahrscheinlich zweistellig abschneiden wird, kaufen. Ich meine, so viel sind der Russe schließlich. Ja. Irgendwie eine russische Kennung da sichtbar ist. Natürlich bekommen wir kein Geld aus Russland, sondern wir bekommen Geld von Bürgerinnen und Bürgern, überwiegend Deutschen. Jeder Russe dient Putin. Also wenn ihr Geld von irgendwem aus Russland Ja. erhaltet, selbst wenn das deutsche Staatsbürger sind, dann sind das alles Sklaven von Putin. Nachdem die geboren wurden, muss die persönlich unterschreiben, dass sie Wladimir Putin auf Lebenszeit ihre Seele verkaufen. Das ist schließlich so ziemlich das Reich des Bösen. Also was denkt ihr? Dass das ein ganz normales Land mit ganz normalen Menschen ist? Also absurde Vorstellungen, die hier von Wagenknecht bedient werden, was zeigt, dass sie
eindeutig in Putins Sinne handelt. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ohne irgendwelche Anhaltspunkte, ohne irgendwas zu haben, wird das jetzt hier bei Phoenix diese Frage gestellt. Also, was soll das? Es gibt absolut keinen Grund, hier solche Verdächtigungen aufzumachen. Das ist schon wieder, um bei den Zuschauern so einen ganz bestimmten Eindruck zu wecken. Also auch die, die aus dem EU-Ausland spenden. Ja, vor allem, warum fragt man das nicht mal die anderen Parteien? Die Grünen, die AfD, die Grünen, die SPD, wo sie ihre Spenden herbekommen? Oder, ne? Oder FDP oder was auch immer. Bei den Großspenden muss das angegeben werden. Das ist noch nicht so wirklich mitbekommen, so eine Frage. Also die bekommen ja auch Spenden. Oder was wolltest du dazu sagen? Ja, absolut. Also die größeren Spenden, die müssen ja sogar angegeben werden. Was soll man dazu sagen? Viele bekommen Geld aus der Wirtschaft, die Grünen von der Rüstungsindustrie beispielsweise. Und bei Wagenknecht, da werden jetzt solche Fragen gestellt, ohne irgendwie einen Hinweis auf das zu haben, was hier insinuiert werden soll. In USA spenden, nach den Namen zu urteilen. Das sind natürlich überwiegend deutsche Bürgerinnen und Bürger, die im Ausland leben, die das Geschehen hier verfolgen und die uns unterstützen wollen. Und der allergrößte Teil der Spenden, Auslandsspenden, sind ja nur... Was denn? Ich werde mal kurz meinen Rechner, weil mein Tag gerade extrem, ich höre dich ganz schlecht. Ich bin gleich wieder da, ja? Jo, ich reagiere so lange weiter. Also nicht EU-Ausland, 1,5% unserer Gesamtspenden. Die meisten Spenden kommen hier von Menschen auch mit kleinem Geldbeutel. Das sieht man an den Beträgen. Also wir haben eigentlich in erster Linie Kleinspenden, aber eben sehr, sehr viele davon. Also Menschen, die 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro spenden. Da merkt man, die müssen auch wirklich rechnen, aber sie wollen trotzdem uns unterstützen. Und das finde ich so beeindruckend. Und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Was machen Sie jetzt mit den 75 Euro mit der russischen Kennung? Oh Gott, ich weiß es nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass der Schatzmeister weiß, was man regulär damit macht. Aber ich glaube nicht, dass uns irgendeiner unterstellen kann, dass wir uns davon korrumpieren lassen. Also wie gesagt, aus den USA sind, glaube ich, gut 1.000 Euro gekommen. Deswegen sind wir jetzt keine Biden-Fans und 75 Euro machen uns garantiert nicht zu Putin-Fans, zumal das ja auch nicht, also sag mal, die kamen ja auch nicht aus dem Kreml. Also ich finde ein bisschen wirklich, das zeigt auch, wie Debatten in Deutschland laufen. Also statt jetzt darüber zu reden, was wir wollen, wo wir hinwollen, gab es zig Artikel darüber, dass wir jetzt also auch Spenden aus dem Ausland empfangen. Und das wurde skandalisiert, als sei das jetzt etwas ganz Phänomenales, was keine andere Partei macht. Das ist natürlich Unsinn. Also wir haben uns ja exakt an das Parteienrecht gehalten und das besagt, man darf also nur Spenden aus dem Ausland erhalten, unter 1.000 Euro. Wenn etwas Größeres gekommen wäre, meines Wissens ist das nicht der Fall, hätten wir es zurücküberwiesen. Und insoweit glaube ich, natürlich bekommen auch andere Parteien sicherlich Spenden von Auslandsdeutschen, die sie dort unterstützen. Bei den anderen Parteien ist vielmehr das Problem, dass sie eben auch Großspenden bekommen von Rüstungsunternehmen, von Finanzunternehmen. Und da geht es um Summen, die wirklich Politik beeinflussen. Und ich finde, das ist eher und sollte eher ein Thema sein. Wobei Sie die Spenden von Finanzunternehmen im Zweifelsfall ja sicherlich auch gerne annehmen würden, Frau Wagenknecht. Es ist aber kein Zufall, dass wir sie nicht bekommen. Und ich sage Ihnen auch ganz sicher voraus, wir werden auch von keinem einzigen Rüstungskonzern irgendeinen müden Euro bekommen, weil logischerweise wir natürlich eine Politik machen, die deren Interessen jetzt nicht unbedingt entgegen. Es ging gerade nochmal um die Spenden und Wagenknecht hat gesagt, ja, kriegen weder von der Finanzindustrie noch von Rüstungskonzernen irgendwelche Spenden. Seltsam. Und ich wünschte mir, wir hätten auch eine Bundesregierung, die stärker unabhängige Politik macht. Also geht es ja nicht nur um Spenden, sondern der Lobbyismus, der Einfluss von sehr starken Lobbys auf die Politik und die Macht, auch politische Entscheidungen zu beeinflussen, das ist ja extrem in Deutschland. Man sieht das eben an den ganzen Entscheidungen. Also warum macht die Ampel jetzt eine Politik, die wieder den Otto-Normalverbraucher, den Normalbürger belastet? Ja. Ja, man sieht ja auch, ne, wie die Konzerne hier alles irgendwo im Hintergrund so ein bisschen steuern, sag ich mal. Steuern, gut, das ist, klingt ein bisschen geschwurbelt, aber ich meine, es ist ja so. Oder warum haben wir denn die Woke-Agenda alles? Das ist ja alles von Konzernen aus dem Hintergrund irgendwo ein bisschen so, ne? Guck dir Disney, guck dir Amazon an. Die ganzen großen Konzerne und auch die Rüstungskonzerne oder auch von mir aus die Pharmaindustrie. Ne? Also, man merkt ja, dass die großen Einfluss haben. Und ich finde das sehr gut, dass da auch mal gegen vorgegangen wird.
Ja, Weil, absolut. ja, wie gesagt, dass die Rechten, die AfD, solchen Konzernen eher in die Hände spielen, als sie einzuschränken. Und ich glaube, da sind ja auch die Rechten auch ein bisschen auf dem einen Auge blind. So zum einen, ne, sagen sie zur Corona-Zeit, ja, die wollen uns alle durch. Ja, wer ist denn da irgendwo, wer steht denn dahinter? Pfizer und etc., die ganzen großen Konzerne. Oder, ja, wir wollen keinen Krieg. Ja, wer ist denn Christus? Wir wollen aber den Konzern. Und ich denke, da sind die auch komplett aus dem. Oder wenn du hier diesen, wie hieß der, den hast du auch gleich mal einen Stream. Humanity, Human Right Rights Campaign, Campaign, ja. was das alles für Sponsoren sind, was das alles für Sponsoren haben, Google etc., überall hängen die mit drinne. So. Und warum will man diesen Konzern weiter freie Hand gewähren? Die sind doch quasi dafür verantwortlich, diese ganze Woke-Agenda, dass das alles rüberkommt aus den USA zu uns. Diese ganzen großen Konzerne. Also, und da, wie gesagt, da verstehe ich die AfD und die ganzen neoliberalen Parteien halt nicht. Also, ich verstehe sie schon, aber ich verstehe die Rechten nicht, dass sie diese ganzen Parteien unterstützen, wie die AfD und so, die im Endeffekt, oder dass sie sagen, ja, freie Hand der Konzerne, aber bloß nicht die Monopole. Ja, was glaubst du denn, was passiert, wenn die Konzerne freie Hand haben? Da kommt genau das raus, was wir jetzt haben. Das ist meine Sicht dazu. Vielleicht kannst du ja noch. Ja, genau, da. Ja, hier seht ihr mal eine Ja, Auswahl der Amazon, Spender der Apple, Human ne? Rights Google, Campaign, also der Microsoft, größten Pfizer, Pusher dieser ja. Woken-Ideologie. Ja, Amazon, American Airlines, Coca-Cola, Google, Microsoft, Morgan Stanley, Pfizer, Target, UPS. Ja, Raytheon, was soll man dazu sagen? Das ist das US-Großkapital, das diese Woke-Agenda UPS, pusht und das sie finanziert, zusammen mit der US-Regierung. In Deutschland haben wir dann eben solche Organisationen wie die Amadeo-Antonio-Stiftung, über die wir heute leider nicht reden werden, die von der Regierung finanziert werden, also teilweise von der Regierung finanziert werden und die eben auch diese Woke-Agenda vorantreiben. Und ja, wenn man das nicht mehr will, dann muss man die Macht großer Konzerne beschränken und man muss als Regierung gegen diese Woke-Agenda vorgehen, indem man eben solchen Organisationen die Finanzierung entzieht. So, weiter zum Interview. aber traut sich nicht, an die Dinge Sieht's ranzugehen, wo aus. wirklich abgesahnt wird. Also die Rüstungsausgaben sind extrem intransparent. Da gehen Milliardenaufträge über den Tresen, ohne dass es seriöse Verträge gibt, ohne dass es eine ernsthafte Preisverhandlung gibt, ohne dass es eine wirkliche Ausschreibung gibt. Also jede Kommune muss alles ausschreiben, am besten europaweit. Da geht es um Milliarden. Da sind wirklich richtig Selbstbedienungsläden. Auch in anderen Bereichen gibt es das. Und ich finde, wir brauchen wirklich eine Politik, die sich unabhängig macht von solchen einflussreichen Lobbys, damit wieder Politik für die Bürgerinnen und Bürger gemacht werden kann. Lassen Sie uns, über die Inhalte sprechen wir natürlich gleich noch, aber lassen Sie uns noch mal kurz bei der Parteiengründung bleiben, weil das ja doch eine eher seltene Geschichte ist in Deutschland, würde ich mal sagen, in den letzten Jahrzehnten. Sie haben Ihrem Verein den Namen Bündnis Sahra Wagenknecht gegeben. Locker gesprochen, ich glaube, das hat sich ja offenbar nicht mal Silvio Berlusconi getraut. Warum haben Sie das gemacht? Also wirklich aus rein pragmatischen Gründen. Also ich brauche das nicht für mein Ego, dass eine Partei nach mir heißt und sie soll auch nicht auf Dauer so heißen. Also natürlich muss der Parteiname irgendwann unabhängig von meinem Namen werden. Das ist völliger Konsens. Ich will ja auch nicht für die nächsten 30 Jahre noch Politik machen. Und die Partei soll sich ja schon, das ist ja der Anspruch, im Parteienspektrum verankern, sodass sie auch in 20, 30, 40 Jahren noch da ist. Aber es ist natürlich schon schwer und in Deutschland besonders eine neue Partei zu gründen. Deswegen ist es ja auch nicht oft gelungen. Und da hat man natürlich zum Beispiel mit solchen Herausforderungen zu kämpfen. Man steht im Wahlzettel ganz weit unten. Die Leute müssen einen finden. Wir haben bei der Bundestagswahl die Regelung, das ist in den meisten Ländern anders, aber in Deutschland ist es so, wir haben Landeslisten. Das heißt, zur Bundestagswahl werde ich zwar Spitzenkandidatin der Partei sein, aber ich werde nur in einem einzigen Bundesland persönlich auf dem Wahlzettel stehen. In allen anderen als Kandidatin nicht. Die Menschen müssen aber trotzdem wissen, was ist jetzt die Wagenknecht-Partei? Weil natürlich werden Parteien mit Personen verbunden. Also das ist ja auch klar. Man hat ja gar nicht so viele Möglichkeiten, sich politisch zu profilieren. Wenn jemand bekannt ist, dann wissen die Leute zunächst mal, da will der hin. Und das ist ja für Wählerinnen und Wähler wichtig. Und ich glaube, mit mir verbindet man natürlich auch bestimmte Inhalte, bestimmte Positionen. Und dafür steht die Partei. Und das wollen wir jetzt mit diesem vorläufigen Namen natürlich auch zum Ausdruck bringen. Sie geben mir das Stichwort vorläufig. Sie haben gerade selber mit der Bundestagswahl argumentiert. Heißt das, dass die Partei ihren Namen auch tragen wird? Die Partei wird bis zur Bundestagswahl diesen Namen tragen. Wir werden allerdings einen zweiten Teil des Parteinamens beschließen und dann nach der Bundestagswahl spätestens wird dann mein Name dort,
nicht mehr notwendig sein. Dann lassen Sie uns noch mal zu der inhaltlichen Ausprägung kommen. Also, wie müssen wir uns das vorstellen? Sie haben ja. Jetzt ging es um irgendwelche Spenden aus Russland und um den Parteinamen bisher im ersten Drittel des Interviews. Das ist ja schon mal eine Leistung, eine journalistische. Dass über die relevanten Inhalte der Partei nichts gesagt wurde bisher. Ich meine, wenn da irgendwelche gefährlichen Spender gewesen wären, hätten sie uns die ja bringen können. Waren offensichtlich nicht. Also sie haben irgendwas aus dem, irgendwie versucht, hier einen Vorwurf zu konstruieren, der sich so in der Realität nicht halten lässt und danach nach dem Namen gefragt. Was soll das? Ja, eine ganze Menge Gründungsmitglieder offenbar inzwischen akquiriert. Sitzen Sie jetzt alle an einem Tisch und deklinieren die Themenfelder durch. Und wenn gestritten wird, da kommen Sie ja nun gerade her aus einer Partei, wo jeder eine andere Meinung hatte und die auch äußerte. Wenn gestritten wird und Sie können sich nicht einigen, dann heißt es, frag Sarah und dann geben Sie vor, wie die Position ist zu dem Feld. Na, wir haben schon ein bisschen mehr Mitstreiter inzwischen, als an einen Tisch passen. Aber es ist ja, wir haben ja zum Beispiel als Verein ein Gründungsmanifest. Da steht drin, das ist zwar noch relativ allgemein, aber es steht doch drin, wohin wir wollen. Also wir wollen eine Partei sein für wirtschaftliche Vernunft, die die wirtschaftlichen Stärken, vor allem auch den industriellen Mittelstand in Deutschland, die die Rahmenbedingungen dafür verbessert und nicht die Unternehmen aus dem Land treibt, die für Handwerker, für Landwirte tatsächlich auch ein Umfeld schafft, dass sie nicht nur immer mehr unter Druck kommen durch die Politik, sondern endlich mal aufblühen wieder und auch bessere Bedingungen haben, hier zu wirtschaften. Wir wollen soziale Gerechtigkeit. Das halte ich für ganz wichtig. Das ist ja wirklich etwas, das in den letzten Jahren immer mehr unter die Räder gekommen ist. Also eine Gesellschaft, die so auseinanderdriftet wie unsere. Die einen erben riesige Vermögen, sodass sie im Grunde ohne irgendwas zu leisten Millioneneinkommen beziehen können. Und bei den Kindern aus ärmeren Verhältnissen ist es ja faktisch so, selbst wenn sie sich sehr anstrengen, haben sie kaum noch echte Aufstiegschancen. Es fängt ja bei der Bildung schon an, das heißt soziale Gerechtigkeit. Dann ist natürlich ein wichtiges Anliegen für uns Frieden. Also, dass Deutschland wieder eine Außenpolitik macht. Da würde ich gerne mal an der Stelle fragen, wie siehst du das denn? Mit der Wirtschaftspolitik? Also, um das mal zu konkretisieren, die Neoliberalen oder vor allem Leute aus dem rechten Spektrum sagen ja immer, man ist selber für alles verantwortlich. Würdest du sagen, dass Würdest du das so unterschreiben? Also mein Motto ist ja immer so, da gibt es so einen Spruch, das ist wieder ein bisschen philosophisch, aber da heißt es, den Wind vom Markt nicht zu lenken, deine Segel wohl. Also du kannst zwar schon gucken, in welche Richtung es geht, aber es kommt ja schon drauf an, wie du aufwächst und so weiter, ne? Ob du etwas erreichst im Leben. Und die Neoliberalen sagen ja zum Beispiel immer, du bist selber verantwortlich, Selbstoptimierung, den Markt anbieten, alles so Sachen, ne? Generell einfach mal, wie deine Ansichten dazu sind. Also, oder vielleicht, wie es bei dir selber auch ist. Ich weiß ja nicht, wann du das da mal. Tatsächlich, je egalitärer eine Gesellschaft ist, desto leistungsgerechter ist sie auch. Also, je gleicher Vermögen verteilt ist, desto eher bestimmt die eigene Leistung darüber, wo man in der Gesellschaft ankommt. Das heißt, wenn wir beispielsweise Erbschaften hochbesteuern, wenn wir große Einkommen hochbesteuern, dann sorgt das dafür, dass man aus eigener Leistung eher aufsteigen kann. Das sieht man beispielsweise an der Great Gatsby-Kurve. Da wird die intergenerationelle Einkommenselastizität ins Verhältnis zur Einkommensungleichheit gemessen am Gini-Koeffizienten gesetzt. Und es gibt eine positive Korrelation. Man sieht, dass bei höherer Ungleichheit es schwieriger ist, aufzusteigen. Also höhere Ungleichheit führt zu weniger Leistungsgerechtigkeit. Mhm. Wenn man will, dass eigene Leistung mehr zählt, dann muss man für mehr Gleichverteilung sorgen. Genau. Das war man kann es ja Zeit an einem dieser Great Gatsby-Kurve gut sehen. Ne? Das hattest du, wer war das mit MMT mit Jan, hat sie das, glaube ich, ne? Irgendwem. Hat sie mal so ein Video dazu gemacht. Wobei Neoliberale jetzt wahrscheinlich argumentieren würden, Korrelation, nicht Kausalität. Aber Moment mal, dann würde es ja heißen, dass dann würde es ja heißen, dass eine Gesellschaft, in der es schwerer ist, aus eigener Leistung aufzusteigen, dass die eine höhere Ungleichheit hat. Also das kann ja irgendwie nicht sein. Also wenn das die Kausalität wäre, dann könnten wir ja trotzdem versuchen, umzuverteilen. Also wenn die Kausalität in diese Richtung funktionieren würde. Und dann würden wir sehen, okay, es hat keine positiven Auswirkungen für die intergenerationelle Einkommenselastizität. Und ich würde wetten, doch, wir würden dann eben diese positiven Auswirkungen sehen, weil die Kausalität eben ziemlich klar von der Ungleichheit
zu Aufstiegsmöglichkeiten geht. Ist ja auch völlig logisch. Wenn ich große Unterschiede in der Gesellschaft habe, wenn ich halt ein Prekariat habe, was auch, also wenn du von Menschen umgeben bist, die selber quasi keine Aufstiegschancen haben, die selber relativ, deren Eltern relativ wenig verdienen, die relativ geringe Bildungsabschlüsse anstreben und die dann ja selber auch später sich von Job zu Job hangeln werden, dann ist es für die natürlich aussichtsloser, als wenn du eine relativ egalitäre Gesellschaft hast, wenn du in einem Umkreis Leute hast, die mittel viel verdienen, wenn du in einem Umkreis hast, Leute hast, die ein bisschen mehr verdienen und Leute, die wenig verdienen und du siehst, dass das sehr stark durchmischt ist, dass du also sehr stark auf eigene Leistung ankommst. Wenn du aber siehst, wie sich Ungleichheit vererbt, wie sich Arbeitslosigkeit vererbt, wie es ja schwieriger ist, aufzusteigen, dann, wenn du quasi nur das gezeigt bekommst, dann ist es logischerweise für dich auch schwerer vorstellbar, gesellschaftlich aufzusteigen. Also so könnte ich mir das auch noch erklären. Publik, aber auch noch nach der Wiedervereinigung zunächst. Wobei du natürlich auch das Verhalten von deinen Eltern irgendwo ein bisschen imitierst, ne? Wenn du zum Beispiel siehst, deine Eltern sind arbeitslos, da kommt es natürlich auch auf dein Erwerbsumfeld an, ne, wie du auch deine Weltsicht ist. Und das hat dann auch viel mit Psyche und wie man aufwächst zu tun. Das also, meine ich ja. Das meine ich ja. Eine Rolle spielen. Ja. Genau, ja. So, und Deutschland hat versucht zu vermitteln, Kompromisse zu suchen. Das war die Entspannungspolitik. Heute setzen wir immer stärker auf die militärische Karte. Wir positionieren uns sehr einseitig in den Konflikten dieser Welt. Und das ist meines Erachtens nicht gut. Nicht für unser Land, aber auch nicht für die Welt. Also Deutschland hat ja schon ein Gewicht, wenn wir stärker auf eine Vermittlungslösung setzen würden. Und das vierte große Thema, das liegt mir auch persönlich sehr am Herzen, ist, dass wir für Meinungsfreiheit streiten und gegen diese Cancel Culture, die sich immer mehr ausbreitet. Nochmal kurz zum Thema Frieden, bevor wir jetzt zur Cancel Culture kommen. Absolut, unsere Regierung führt gerade einen irren Wirtschaftskrieg gegen Russland. Gleichzeitig wird der Ukraine-Krieg immer mehr angeheizt. Also wir sehen, dass da in Osteuropa nichts als Unfrieden gestiftet wird, dass wir uns von unserem wichtigsten Energielieferanten abschotten und einen sinnlosen Stellvertreterkrieg füttern. Also das ist, glaube ich, völlig irre. Das ist, glaube ich, jedem von uns klar. Das brauche ich hier nicht nochmal extra erklären. Ja, die Regierung hat sogar die Ukraine-Hilfe verdoppelt von 4 auf 8 Milliarden Euro. Ich meine, wenn die USA sich zurückziehen, dann müssen halt wir blöden Europäer zahlen. Also auch dieser Ukraine-Krieg ist völlig aussichtslos, dass da irgendwelche von den militärischen Versprechungen, die da gemacht wurden, irgendwie erreicht werden. Also dieser Krieg wird mit einem Verhandlungsfrieden enden und je länger er dauert, desto eher mit einer militärischen Niederlage der Ukraine. Das sind die aktuellen Verhältnisse. Ich habe da auch ein schönes Video rausgesucht, auf das werde ich wahrscheinlich in den nächsten Tagen mal reagieren. Ich habe ja jetzt gern Weihnachten ein bisschen mehr Zeit und ja, also das schauen wir uns dann auch an. Es ist eine einzige Katastrophe, was die Regierung da gerade veranstaltet. Also das ist doch wirklich, also wenn schon Thomas Gottschalk sagt, er will nicht weitermachen, weil er im Fernsehen nicht mehr das sagen kann, was er zu Hause sagt, dann läuft doch etwas schief. Also immer mehr Menschen spüren doch auch, es gibt sofort einen Shitstorm, wenn einfach bestimmte Regeln, die eine elitäre Schicht setzt, nicht eingehalten werden. Wir haben einen sich verengenden Meinungskorridor. Der Andersdenkende wird nicht mehr mit Respekt behandelt, sondern wird zu einem schlechten Menschen gemacht, steht sofort unter Rechtsverdacht. Und deswegen wollte ich gerade eben auch auf Shoyoka reagieren. Ich glaube, ihr könnt diese Verbindung alle machen. Shoyoka ja, hetzt ja gegen andere Menschen, erzählt, dass sie ganz, ganz schlimm wären, dass man nicht mehr mit ihnen reden dürfte, dass man sie aus dem Diskurs ausschließen soll. Und genau das ist es, was Wagenknecht hier kritisiert. Shoyoka ist einer der lautesten Apologeten der Cancel Culture hier auf Twitch und genau deswegen hatte ich sie so prominent in diesem Stream hier platzieren wollen. Diese Art der Debatte, die schadet uns auch immens. Am Ende hilft sie übrigens auch der AfD, das sieht man ja. Und auch das finde ich wichtig, so wie es zum Beispiel in der Corona-Zeit war es ja extrem, dass Menschen, die anders eine andere Position haben, auch richtig physisch ausgegrenzt wurden aus dem gesellschaftlichen Leben. Das haben wir jetzt bei anderen Debatten zwar in dieser Form nicht, aber wir haben schon eine Ausgrenzung, ein Unterdrucksetzen von anderen Meinungen, ein Konformitätsdruck, der, glaube ich, unserer Gesellschaft nicht gut tut. Und das sind, sag mal, das ist der grobe Rahmen. Jeder, der bei uns mitmacht, wird ja auch, wenn er dann Mitglied werden möchte, unterschreiben, dass er natürlich diese Zielrichtungen teilt, dass er sich auch abgrenzt von radikalen, extremistischen Positionen. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und dann werden wir unsere Diese Einschränkung finde ich nicht gut. Also von radikalen Positionen, radikal heißt ja einfach nur, dass man sich zur Wurzel begibt. Das ist ja nichts Schlimmes.
Extremismus heißt jetzt, also so wie wir es im Alltagssprachgebrauch verwenden, dass man tatsächlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnt. Okay, davon, ja, solche Meinung sollte man, die sollte man nicht vertreten, aber man sollte sie selbstverständlich rezipieren und sich mit ihnen auseinandersetzen dürfen. Ansonsten ist ja auch kein freier Diskurs möglich, wenn wir nicht gucken, wo die Grenzen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sind. Sonst kann man ja einfach beispielsweise behaupten, Corona-Proteste, das ist jetzt die Legitimierung des Staates. Das sollte verboten werden. Deswegen würde ich da sehr, sehr aufpassen. Diese Einschränkung, die Wagenknecht hier macht, die finde ich zumindest rhetorisch nicht gut. Und ich glaube, wenn sie da ein bisschen drüber nachgedacht hätte, das ist ja in einem Interview immer so, dass man spontane Antworten geben muss, dann hätte sie das hier auch so nicht formuliert. Grammatik weiterentwickeln, aber das ist erstmal der grobe Fahrplan. Lass uns noch mal ganz Wahrscheinlich kurz nicht. zurückkommen, bevor wir dann in der Tat innenpolitisch und außenpolitisch zu Ihrer Partei oder zu Ihren Vorstellungen. Dazu kommen jetzt natürlich keine kritischen Fragen. Sie nehmen die Cancel Culture ab. Da Ja, hätte man. generell ist es nicht so wie Okay, dann mache ich jetzt mal weiter. Vorstellungen nochmal kommen zu dem Thema Meinungsfreiheit. Wenn jetzt zum Beispiel Markus Söder fordert, dass Gendern verboten werden soll in Schulen oder an Universitäten, ist das nicht genauso umgekehrt? Fordert nur, dass sich an die Regeln der deutschen Grammatik gehalten werden muss, was in Schulen normal ist. Auch wieder etwas, das die Meinungsfreiheit einschränkt. Also diese Wokisten schaffen es wirklich, jeden Begriff so zu drehen, dass Ja. sie am Ende sich nur für Aber vor Menschenrechte und allem, Freiheit ne? einsetzen. Es ist so irre. Ja, sag ruhig, Seller. Vor allem, gibt es Gendern im Duden schon? Gibt es Gendern im Duden schon? Also wonach wird sich jetzt gerichtet? Wir haben eine deutsche Rechtschreibung. Wir haben ich glaube, wo ich in die Schule damals gekommen bin, ist diese neue Rechtschreibung eingeführt worden, so. Das Gendern, ist das jetzt offiziell irgendwo vermerkt, dass das jetzt irgendwie in der offiziellen deutschen Rechtschreibung irgendwie verankert, dass das jetzt gegendert werden muss? Also ich verstehe das nicht. So. Ja, die Wokisten wollen das Das. halt überall durchdrücken, wo es geht, und irgendwann ist es dann die offizielle Rechtschreibung, dann sagen so, so muss jetzt geschrieben werden, sonst macht das falsch. Also die versuchen das schon ganz geschickt überall durchzudrücken, Ja, aber es gegen den funktioniert ja ausdrücklichen nicht. Willen der Mehrheit der Bevölkerung. Also. Es macht ja auch, ey, alle Leute, die hierher kommen, nur für die schwerer, um mal zu sagen, ein bisschen auszulinken, wie Schlomo jetzt sagen würde. Es macht ja, wenn hier Migranten herkommen oder sonst irgendwer, macht das ja noch schwerer, oder Leute, die generell Legastheniker sind oder schwere oder Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung haben. Das macht es ja noch alles viel komplizierter, dieses Gendern. Ja, Na, ja. ich weiß auch nicht mehr, was ich da sagen soll. Ich Ja, meine, hast da, du. wenn du gendern willst, so eine Sprache, weißt du, wenn du einen Vortrag hältst oder irgendwas, ich verstehe. Aber wenn es ins Schriftliche geht, das ist dann halt auch für die Kinder und die es lernen einfach viel komplizierter, ne? Ja. Naja. Das Internet ist uns heute Ich echt finde, nicht es sollte einfach hold. jedem selber überlassen werden, ob das machst oder nicht. Ja, absolut, absolut. Ja, Nee, bei aber. mir, es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, ob es bei mir dran Ja, liegt bei oder mir ich. meinst es auch nicht so gut. Da es schreiben ständig Leute im Chat, dass das Internet, also dass es bei ihnen ständig lecken würde. Also ich glaube, wir machen nach dem Interview hier auch Schluss mit Wagenknecht. Also schade. Na, also ich will jetzt nicht Markus Söder verteidigen, aber wenn ich ihn richtig Ah. verstanden habe, will er nicht verbieten, dass jemand, der das persönlich, also ein Student kann gendern, wenn er das gut findet. Oh, schade. Aber es geht ja darum, ob in den Einrichtungen diese Sprache gelehrt und auch verlangt wird. Und es ist ja tatsächlich so, mir haben das immer wieder auch junge Leute Genau, geschrieben, dass das an meine ihrer ich Uni auch. Arbeiten schlechter bewertet werden, wenn sie nicht gendern. Und ich finde, das muss tatsächlich untersagt werden. Also ich bin auch kein Freund des Gendern. Ich finde, jeder soll das machen, wenn er es gut findet. Ich finde, es zerstört unsere Sprache. Also die deutsche Sprache kann eine sehr schöne Sprache sein. Ich finde, wenn man Goethe liest, wenn man Thomas Mann liest, dann spürt man das. Wenn man heutige öffentliche Debatten verfolgt, spürt man es weniger. Aber wenn man dann noch irgendwie diese ganzen grässlichen Gender-Regeln einhält, das ist keine deutsche Sprache mehr. Und ich finde nicht, dass wir dadurch irgendwie etwas in unserer Gesellschaft zum Vorteil von Minderheiten oder von Frauen verbessern. Darum geht es auch nicht. Das ist nur ein Vorwand. Den Wokisten, denen geht es darum, den Kulturkampf zu gewinnen. Ich glaube, wenn man das Wort Metapolitik nicht verstanden hat, dann ja, kann man auch nicht verstehen, wieso die Wokisten hier so vorgehen. Sie wollen einfach die Art und Weise, wie wir uns täglich ausdrücken, immer mehr in diese woken Denkmuster hineinzwängen. Und wenn wir bei jedem, ja,
Wort, das man irgendwie deklinieren kann. Wenn wir bei jedem Wort schauen müssen, ist das nun Maskulinum, Femininum, haben wir da auch alle 80 Geschlechter erwähnt oder wie viel es jetzt auch immer geben mag. Wenn wir es überall denken, dann haben wir schon überall diese Woke-Ideologie internalisiert. Also selbst wenn wir sie ablehnen, müssen wir dann ständig uns mit ihr auseinandersetzen. Und genau das ist das Ziel der Wokisten. Sie wollen wirklich unser alltägliches, ja, dass diese Ideologie und unser alltägliches Denken vordringt. Und ja, sie wollen metapolitisch an Boden gut machen. Und das versuchen sie gegen den ausdrücklichen Willen der Mehrheit der Bevölkerung. Man kann es nicht häufig genug sagen. Und deswegen ist das auch absolut zu bekämpfen. Deswegen, wenn wir zu sagen, es ruiniert die deutsche Sprache, das ist nicht genug, sondern es ist diese Ja. Woke-Ideologie, die hier in unsere Sprache implementiert werden soll und dass die Sprache dadurch ruiniert wird, das ist nur ein Nebeneffekt. Das Problem ist diese Woke-Ideologie. Das ist genauso wie bei Shoyoka, Aber das also hat man ja ja. eben, dass sie so unmöglich ist, dass sie so viele Lügen über andere verbreitet, dass sie gegen die Meinungsfreiheit kämpft. Das sind alles nur ja, Ja, Nebeneffekte hören dieser wir gut hin. Woke-Ideologie, die überall hineindringt. Ja, und würdest du Also wenn wir sagen, noch. Wagenknecht müsste da noch ein bisschen mehr, weil das ist ja zum Beispiel die Befürchtung von vielen, das ist die Befürchtung ja von den Rechten zum Beispiel, dass sie nicht gegen diese Woke-Ideologie mehr vorgeht und das, ja, sag ich mal, mit Samthandschuhen anfasst. Wie würdest du dazu sagen? Also ich sage ja immer noch, dass das Problem an den Konzernen auf jeden Fall im Hintergrund ein großes Problem ist, hat man ja vorhin schon erwähnt. Und aber generell diese so dazu, meinst du, die wird da hart genug gegen vorgehen? Ich glaube, Gegen wenn diese man Cancel freien Culture Diskurs und diese, fördert, was da wenn man alles in die diese Richtung geht? ganzen, wenn diese ganze Cancel Culture endlich beendet und einen freien Diskurs ermöglicht, also die Mehrheit der Bürger, die lehnt das ab, dann wird dieser Wokismus automatisch verdrängt werden. Einfach weil er in der Bevölkerung keine Mehrheiten mobilisieren kann. Also die Wokisten brauchen die Cancel Culture als ihr zentrales Instrument, um ihre Ideologie durchsetzen zu können. Wenn jeder frei sagen kann, was er denkt und nicht mehr durch irgendwelche woken, ja, Diskursvernichtungsstrategien daran gehindert wird, dann, ja, dann ist dieser Wokismus erledigt. Denn wenn wir frei reden können, wenn wir frei Argumente austauschen können, dann haben die Wokisten keine Chance. Deswegen sind die auch nie zum Diskurs bereit. Deswegen, ja, verbreiten die so viele Lügen über andere Leute. Deswegen versuchen die andere Leute zu canceln, weil sie eben mit ihrer Ideologie niemals eine Mehrheit bekommen würden. Weil ja dieser Totalitarismus, in den die uns letztlich hineinbringen wollen, weil der niemals irgendeine Unterstützung in der Bevölkerung finden würde. Über Frauenrechte reden, dann sollten wir darüber reden, warum Frauen immer noch schlechter bezahlt werden, warum es immer noch nicht genug Kitaplätze gibt, weil das vor allem zu Lasten von Frauen geht. Das sind doch die wichtigen Themen und nicht, ob ich stottere. Und also beim Sternchen. Also das, ich halte das Bewusst stottern. ja, also wer, Klar. ich wollte jetzt niemanden diskriminieren, der stottert, aber das ist ja sozusagen, das ist ja eine Sprachregel. Ich weiß nicht, was das gesellschaftlich verbessern soll. Und es gibt ja immer mehr solche Regeln, dass dann irgendwie Kinder sich nicht mehr als Indianer verkleiden dürfen. Und wenn ein Politiker Indianer sagt, ist er sowieso schon ein Rassist. Das sind absurde Debatten. Es sind auch abgehobene Debatten. Ich meine, die meisten Menschen, die im Alltag ihre Probleme haben, die sagen sich doch, Leute, die über solche Ja. Fragen diskutieren, denen muss es schon sehr gut gehen, wenn sie kein anderes Problem haben. Lassen Sie uns bei den Alltagsproblemen der Menschen bleiben. Es gibt diese Woche jetzt einen Beschluss der Ampelkoalition, Sparpotenziale aufgedeckt wurden, weil man eben dieses 60-Milliarden-Loch im Haushalt hatte. Ich denke, jeder weiß, wovon wir sprechen, Urteil des Bundesverfassungsgerichts und so weiter. Nun liegen die Schlüsse so vage auf dem Tisch. Wie bewerten Sie die? Und natürlich im zweiten Teil, hätten Sie die Schuldenbremse aufgelöst? Also ich verstehe nicht, wieso Herr Scholz und auch die ganze Regierung ewig mit Herrn Lindner darüber rumgekungelt hat, wie man jetzt irgendwie den Normalbürger belastet. Ich hätte es für souveräner gehalten, Herrn Merz in die Pflicht zu nehmen. Die CDU-Landesfürsten, also die Landesministerpräsidenten, auch die Wirtschaftsminister in vielen Ländern, die wollen, und zwar teilweise ja aus guten Gründen, natürlich diese Förderungen. Also da geht es ja um Stahlindustrie, da geht es um Wirtschaftsansiedlungen. So, und diese Förderung. Ich hätte mir hier auch ein klareres Statement gewünscht. Die Schuldenbremse muss weg. Die muss ersatzlos gestrichen werden. Punkt. Also Ja. das hätte hier eigentlich schon gereicht, wie man das dann realpolitisch umsetzt. Ob man sie erstmal so lange aussetzt, wie es geht, und bis man eine Mehrheit hat, um sie zu streichen. Das muss man dann sehen. Aber einfach, ja, hier jetzt auf dieses Klein-Klein überhaupt noch einzugehen, das ist.
Ja. Ist ein bisschen unsouverän. Also ich weiß, wo solche klaren Statements, die werden dann von allen Ecken aufgegriffen und dann wird dagegen geschossen und oh, die will Schulden machen und die nächste Generation belasten, aber solche klaren Statements, die bräuchte man einfach mal, um die Debatte hier voranzubringen. Verlangen, und das ist ja auch richtig, dass Investitionen anders behandelt werden als Konsumausgaben des Staates. Also natürlich wäre es sinnvoll, die Schuldenbremse so zu reformieren, das sagen auch alle seriösen Ökonomen, dass man Investitionen rausnimmt, weil wir Das ist das schwache Argument. Das Problem ist, dass die Unternehmen Nettosparer sind. Und zwar ja schon seit 20 Jahren. Das Problem ist, dass sie hier kein Wachstum erzeugen können, wenn der Staat sich nicht zusätzlich verschuldet. Es geht nicht ohne zusätzliche Staatsverschuldung. Das ist einfach eine Tatsache. Ich finde, man sollte einfach mal Heiner Flassbeck das Wirtschaftsprogramm des neuen Bündnisses schreiben lassen, dann würde das da wahrscheinlich auch drinstehen. Aber zu sagen, ja, wir sollten Investitionen rausnehmen, wir sollten diese Detailregel anders machen, nein, die Schuldenbremse muss weg, die muss ersatzlos gestrichen werden. Wir brauchen so eine Regel gar nicht. Wir sehen doch, also in den USA werden mit riesigen Subventionen werden dort tatsächlich auch Zukunftstechnologien gefördert. Es wird alles daran gesetzt, dass die Wirtschaft sich dort ansiedelt. Das scheint auch einigermaßen zu funktionieren. China macht das ähnlich. Und wir hier in Deutschland, wir binden uns die Hände und können nicht mehr investieren oder auch wirtschaftliche Investitionen nicht China unterstützen. gesagt, Aber das es ist ist das absurd. richtig, ist, Entschuldigung, aber Und wenn ich das richtig gelesen habe, sind jetzt ja will sie einige Kommunismus Subventionen. wieder einführen. Ja, in China, da greift der Staat aktiver in die Wirtschaft ein und da sind die Löhne in den letzten Jahrzehnten auch deutlich stärker gestiegen. Das muss man einfach mal so sagen. Rausgenommen worden. Nein, aber ja, aber das Problem ist ja, Ja. dass jetzt der Normalbürger mit zusätzlichen Belastungen dafür bezahlt, dass zum Beispiel Intel, das ist ja immerhin ein hochprofitables Unternehmen, 10 Milliarden bekommt. Und das geht nicht, sondern das, was sinnvoll gewesen wäre, wäre zu sagen, okay, Herr Merz, liebe CDU, wenn ihr wollt, dass diese Förderungen bleiben und sie sind sinnvoll, dann verhandelt mit uns über eine Reform, also mit der Regierung über eine Reform der Schuldenbremse, weil dafür brauchen sie ja die CDU. Das geht ja nur mit Zweidrittelmehrheit. Und es wäre gut gewesen, die Situation jetzt zu nutzen, weil die Schuldenbremse, so wie sie jetzt ist, die stranguliert unser Land. Ich meine, wir haben ja eine Situation, wo die öffentliche Infrastruktur ist marode. Wir haben massivste Defizite im Bildungssystem. Das hat auch etwas mit dieser Regel zu tun, weil natürlich gerade dort auch gespart wurde. Es wurde über lange Zeit bei Lehrern gespart. Es wurde übrigens lange Zeit auch bei Polizisten gespart. Also das alles wurde. Thälmann, Thoughts, du kannst mich gerne direkt anschreiben, wenn du da irgendwelche Anfragen hast. Wurde reduziert. Die Schuldenbremse hat leider nie dazu geführt, dass man seriöser mit dem Steuergeld umgegangen ist, sondern man hat in bestimmten Bereichen reduziert. Und jetzt merken wir, dass. Natürlich nicht. Wir haben ja auch bei der Bundeswehr gesehen, dass man da einfach ein Sondervermögen geschaffen hat und dann ja gesagt hat, das fällt einfach nicht unter die Schuldenbremse. Also für Aufrüstung ist natürlich immer Geld da. Das war auch in den USA so. Immer, wenn die Ja, Schuldengrenze natürlich. da drohte erreicht zu Das werden, dann hieß ist, es, wir müssen die ja. Sozialausgaben kürzen, wir müssen die Sozialausgaben kürzen. Am Ende hat man dann die Schuldengrenze da immer verschoben, einen neuen Rekordrüstungshaushalt beschlossen und die Ausgaben weiter erhöht, aber einige Sozialprogramme immer gestrichen. Also in den USA war das noch offenkundiger. Auch in Deutschland wird das natürlich als Ja. Instrument genau dafür verwendet, um den Sozialstaat zu beschneiden, um uns alle Ja. ärmer zu machen. Und Ist noch ja, als, hm. die Position des Kapitals zu Ja, stärken. ich verstehe auch nicht, also das ist so Wahnsinn, oder? Das ist, kannst du dir nicht ausdenken, dass da wie viel Rüstung, wie viel Geld da ausgegeben, Milliardenbeträge und hier, das hat man ja vorhin schon gesagt, geht alles im Bach runter. Das ist das, ich verstehe das nicht. Aber da siehst du, wie wir. Ach nee, ich lag lieber nicht. Egal. Dass wir einen riesigen Investitionsstau haben. Also müssten wir eigentlich per Kredit Investitionen finanzieren. Jeder Unternehmer macht das übrigens per Kredit. Also Investitionen kann man per Kredit finanzieren. Problematisch wird es, wenn das Unternehmen Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe per Kredit finanziert, also sprich auf den Staat übertragen, wenn seine laufenden Ausgaben über Schulden laufen. Ah, Dann das kann man nicht übertragen. Das ist eine. Also das wäre jetzt der Punkt, den ich Herr Wagenknecht ganz klar kritisieren würde. Sie ist bei der Schuldenbremse viel zu zahm und sie benennt das zentrale Problem einfach nicht. Also das ist nicht gut. Da muss man kompetente Leute, ich hatte Heiner Flassbeck ja schon genannt, mal dazu holen und mal fragen, was die wirtschaftlichen Probleme sind, die wir aktuell haben. Also so
Das ist zu zahm. Das ist also so eine Kritik an der Schuldenbremse, die lässt sich leicht abweisen. Und am Ende, wenn man dann wirklich mal daran kommt, dann was umzusetzen, kommt ein noch lauerer Kompromiss raus und am Ende hat sich nichts Relevantes geändert. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da sollte man auf jeden Fall nicht schon mit dem Kompromiss in den Diskurs gehen, sondern man sollte Ja. ganz klar sagen, die Schuldenbremse muss ersatzlos gestrichen werden. Punkt. Ist das natürlich Ja, nicht sie ist in vielen nachhaltig. Punkten noch sehr defensiv, ne? Kommt mir vor. Also nicht in vielen, aber in einigen. Ja, aber bei so einem relevanten Punkt, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber Investitionen in die Zukunft. Ich meine, was Ja. nützt es, wenn wir unseren Enkeln und Kindern zwar etwas weniger Schulden hinterlassen, aber dafür eine völlig marode Infrastruktur, ein schlechtes Bildungssystem, Brücken, die nicht funktionieren? Und es ist ja nicht falsch, was sie sagt. Es stimmt ja auch alles. Also dem würde ich hier komplett zustimmen. Aber dann zu sagen, ja, aber mehr, wenn wir Investitionen jetzt von der Schuldenbremse ausnehmen, dann ist gut. Aber noch mehr Lockerung da, das geht auf gar keinen Fall. Also wir brauchen ja schon noch eine Regel. Nein, wir brauchen diese Regel gar nicht. Die muss weg. Das Haushaltsrecht sollte beim Parlament liegen. Das sollte nicht, also in eine Verfassung gehören die Regeln, die konstitutiv für unsere Demokratie sind und nicht irgendwelche absurden Ideologieprojekte von irgendwelchen Neoliberalen. Also, was ist das? Es sind ja auch viele andere Dinge, die wir gut und richtig finden oder die zu bestimmten Zeiten gut und richtig gefunden wurden, stehen alle nicht in der Verfassung. Einfach weil man nicht alles, was in der Gesellschaft gerade beliebt ist oder was gerade politisch gewollt ist, in die Verfassung schreibt. Und diese Schuldenbremse, das ist ein Ideologieprojekt von ja ganz wenigen Neoliberalen, wo man jetzt der Bevölkerung dieses Lügenmärchen auftischt, wir wollen der nächsten Generation nicht so viele Schulden vererben. Ja, was bedeutet das, dass man der nächsten Generation auch weniger Vermögen vererbt? Und hier auch ja eine schlechter ausgebaute Infrastruktur, eine ja schlechter ausgebildete Bevölkerung, einen niedrigeren Kapitalstock. Also hat Wagenknecht ja alles völlig richtig aufgezählt. Das vererbt man der nächsten Generation auch und auch geringere Vermögen in der Privatwirtschaft. Das ist nämlich die andere Seite der Medaille. Wenn der Staat seine Ausgaben steigert, dann erhöht das die Vermögen in der Privatwirtschaft. Das heißt, wenn der Staat sagt, wir machen nicht so viele Schulden, ja, dann sind die Vermögen in der Privatwirtschaft eben geringer, als sie es sein könnten, wenn man so viele Schulden machen würde, wenn man so viele Schulden machen würde, dass die gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten ausgelastet wären. Also das sollte das Ziel sein. Das Ziel sollte Vollbeschäftigung sein. Und das habe ich auch von Wagenknecht bisher nicht gehört. Also ich finde ihr Wirtschaftsprogramm viel, viel zu Ja. defensiv für ihre Argumentation. Funktionieren, eine Bahn, die nicht mehr funktioniert. Also das ist ja Ja, auch keine deswegen sage ich ja, Lösung. also in Und einigen deswegen bedauere Punkten. ich das, wie es gelaufen ist. Und ich halte das, was jetzt da herausgekommen ist, wirklich für absolut inakzeptabel. Es ist wieder genau das Typische. Die starken Lobbys werden wieder bedient. Das Heizungsgesetz wird natürlich nicht gekippt, obwohl jeder eigentlich weiß, dass das klimapolitischer Unsinn ist. Es bleibt dabei, über 8 Milliarden Waffen sollen an die Ukraine fließen. Die Rüstungsindustrie freut sich. Also in vielen Bereichen wird weiter im Grunde Geld verschwendet. Aber gleichzeitig wird wieder der Normalbürger, der sich am wenigsten wehren kann, auch Rentner, Rentnerinnen und Rentner, Geringverdiener mit steigenden Heizkosten, steigenden Stromkosten, steigenden Spritpreisen belastet, weil das ist ja der Kern dessen, was jetzt beschlossen wurde. Also es wird gerade das. Wie gesagt, 100, also sie hat ja recht mit allem, was sie sagt. Sie hat komplett recht. Und da müsste jetzt nur noch der letzte Schritt sein. Ja, da müssen wir eine Politik machen, die auf Vollbeschäftigung setzt, die die Wirtschaft voll auslastet und die dafür sorgt, dass die Löhne endlich wieder vernünftig steigen. Das wäre die vernünftige Schlussfolgerung. Und wenn nicht, wir ändern all diese Detailmaßnahmen, wir streichen die Ukraine-Hilfen, geben das Geld wieder für vernünftigere Sachen auf, wir reformieren die Schuldenbremse. Nein, brauchen eine gesamte Wirtschaftspolitik, die auf Vollbeschäftigung, die auf Vollauslastung, die auf maximales Wachstum und maximalen Wohlstand setzt. Also die quasi ein neues Wirtschaftswunder erzeugt. So eine Politik brauchen wir. Also das wäre dann die letzte Konsequenz. Also alles, was sie im en Detail sagt, ist ja richtig. Also außer jetzt vielleicht in der Schuldenbremse. Da ist sie mir viel zu zahm. Aber dieses allgemeine Programm, das ist zu zahm. Das ist mir nicht konsequent genug. Teurer Aber es und ist, das ja. sollte ich wahrscheinlich dazu sagen, bevor die Leute denken, ich meckere Ja. jetzt so viel. Es ist natürlich das beste Programm, was wir unter allen Parteien haben. Also in der Linkspartei, da kannst du ja keinen Das kann Blumentopf doch mehr sein, ja. gewinnen. Und die anderen, also die anderen Parteien, die bilden ja ein neoliberales Allparteienkartell. Also da ist ja sowieso keine Chance auf irgendeine wirtschaftspolitische Änderung. Also Wagenknecht ist trotzdem noch bei weitem das Beste, was wir gerade im Angebot haben. Wo die Menschen überhaupt nicht ausweichen können. Und das wird nochmal Kaufkraft Ja, wegziehen. Also eben. auch von der konjunkturpolitischen Seite ist das natürlich der blanke Wahnsinn. Wenn man schon in einer wirtschaftlichen Situation ist, wo die Wirtschaft schrumpft, jetzt nochmal so viel. Richtig. 100. Ich sag's ja, jetzt spricht es genau
So ein Statement nochmal ganz grundsätzlich, ja nicht nur auf diese Situation, sondern auf alle Situationen. Es ist immer gut, eine Politik zu machen, die für eine maximale Auslastung der Wirtschaft sorgt. Und wie gesagt, in der derzeitigen Situation ist es besonders irre, zu sparen und zu sagen, nein, der Staat soll sparen, wenn die Privatwirtschaft auch spart und wenn die Wirtschaft schrumpft. Wank nicht, völlig recht. Die Kaufkraft von den Menschen abzuziehen, heißt ja, sie können eben dann einmal weniger zum Friseur oder nicht mehr zum Bäcker und stattdessen bei Aldi. Also sie müssen sparen. Und ihr merkt ja, sie hat die wirtschaftlichen Zusammenhänge verstanden. Also deswegen, ich glaube wirklich, dass sie so defensiv, dass sie so defensiv agiert, weil sie genau weiß, in was für einem Diskurs sie sich befindet. Dass sie genau weiß, wie hart sie angegangen würde, wenn sie sagen würde, Schuldenbremse kann weg, der Unsinn. Also wenn sie das wirklich so offen sagen würde. Ich glaube ehrlich gesagt, daran liegt es. Und nicht, es liegt nicht daran, dass sie irgendwelche Zusammenhänge nicht verstanden hätte, das sondern dass sie genau weiß, wie neoliberal vergiftet dieser Diskurs ist. Das ist in jeder Hinsicht ist sozial ungerecht, aber auch ökonomisch auch genau das Falsche. Bis zu dieser Position hätten Sie ja Ihre ursprüngliche Partei, sage ich jetzt mal, die Linke, ja nicht verlassen müssen. Das hätte man ja wahrscheinlich mit Ihnen zusammen unterschrieben. Wo Sie sich aber doch ganz stark unterscheiden, ist in Ihren Vorstellungen zur Migrationspolitik. Wenn Sie jetzt auf die neue Partei schauen, wenn Sie in aller Kürze mal umreißen könnten, was sind für Sie die essentiellen Punkte, was muss sich ändern in der Migrationspolitik in Deutschland? Ja, wir müssen die Zahlen reduzieren. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren eine derart hohe und vor allem auch unkontrollierte Zuwanderung zugelassen. Also alle, die hier zuschauen, okay, sind gerade nicht so viele Leute, aber diese Clips zur Migrationspolitik, klippt das ruhig mal und ladet das auf YouTube Shorts und Twitter hoch. Also das mit der Migrationspolitik. Gerne unter irgendwelchen Tweets oder Äußerungen oder Videos von Rechten, die sagen, ja, die Wagenknecht, die will ganz viel Migration, will sie nicht. Das ist einfach eine Lüge. Ihr hört es nochmal. Also das sie will die Zahlen reduzieren, die sagt sie es ganz deutlich. Es gibt auch zahlreiche andere Statements, auch von Mohammed Ali. Also ich höre das so viel, also es gibt so viele rechte Kanäle, die einfach Desinformationen verbreiten, die einfach hier das Gegenteil behaupten. Es stimmt einfach nicht. Die lügen. Das ist krank einfach. Ich werde mir auf jeden Fall auch nochmal, das war auf jeden Fall mein Plan, nochmal Shorts, die kommen eigentlich ziemlich gut an. Ne, hast du ja auch gemerkt, bei dir auf dem Kanal. Und ich werde mir auf jeden Fall hier auch den Ausschnitt rausschneiden und werde das mal auf Twitter und YouTube vielleicht mal hochladen. Ja. Das mal das wirklich, wir spüren, und genau. Das ist nicht mehr zu bewältigen und das führt zu extremen Problemen, es führt zu großen Problemen im Bildungssystem. Also natürlich, ich habe mit vielen Lehrerinnen und Lehrern gesprochen, die in den Schulen der ärmeren Wohnbezirke unterrichten, also nicht in den teuren Innenstadtbezirken, da ist das Problem nicht, da kommen die Flüchtlinge nicht hin, in den ärmeren, in den Brennpunktvierteln, die meisten Schulklassen starten, da kann weit mehr als die Hälfte der Kinder. Das hat sie ja auch in ihrem Buch geschrieben. Ne? Und dadurch, dass jetzt die Zahlen so hoch sind, ist auch die Gefahr. Was denn? In ihrem Buch hat sie auch die Migration in gewisser Weise schon kritisiert, wenn ich mich recht erinnere, in hier die Selbstgerechten. Und aber das wüsste man, wenn man das Buch gelesen hätte, was die Rechten ja wahrscheinlich nicht gemacht haben. Ne? Also, keine Ahnung. Ich habe es auch nicht gelesen, deswegen. Also ist bei mir auch schon ein bisschen her, aber die hat da auf jeden Fall. Aber das sagt sie ja im Endeffekt hier jetzt auch nochmal. Und Gefahr noch mal vergrößert, dass Parallelgesellschaften entstehen, weil auch Integration geht eben nur in einem bestimmten Umfang. Und natürlich ist das möglich. Also ich finde zum Beispiel, man kann gucken, wie hat Dänemark das gemacht. Dänemark hat unter einer sozialdemokratischen Regierung massiv die Zahlen reduziert. Und der Haupthebel ist, dass Menschen, die jetzt nach Dänemark kommen, im Grunde, wenn sie keinen Anspruch auf Asyl haben, auch keine Bleibeperspektive haben, auch keinen Anspruch auf soziale Leistungen. Und ich glaube, dass dieses Signal, das muss Deutschland in die Welt senden. Wir können nur die aufnehmen, die wirklich Asylanspruch haben. Das sind weniger als 10% von denen, die kommen. Die anderen werden hier keine Perspektive haben. Bisher ist es umgekehrt. Also jeder, der es irgendwie schafft, mittels der Schleuser nach Deutschland zu kommen, der bleibt im Großen und Ganzen. Und das ist natürlich eine enorme Sogwirkung. Und ich verstehe. Ihr habt es gerade gehört, Reduzierung der Zahlen um 90%. Das ist im Grunde Ihre Forderung. Wie gesagt, klippt das ruhig alle. Nehmt das hier raus und hier habt ihr die Aussagen von Wagenknecht. Ich mache das auf jeden Fall. Ja, dass Menschen ein besseres Leben wollen. Also die kommen, das sind ja keine bösen Menschen, das sind Menschen, die wünschen sich eine bessere Perspektive. Aber ich finde, man muss einfach sehen, es ist nicht welche zu schaffen. Welche Stelle war das jetzt? Und 22 wir sollten auch mal drüber nachdenken.
Ja, das waren zwei Stellen. Also kann man bestimmt zwei, drei Shorts draus machen, wenn man. Also man kann aus Wenn du dem ganzen 19 Video. irgendwo. Also ich habe ja gerade mit meinen eigenen Videos so viel zu tun, dass ich gerade keine Shorts von anderen mache. Aber wenn ihr Zeit habt, dann ist das auf jeden Fall Ja, sinnvoll. verstehe ich. Bei mir ist Nehmt euch, eigentlich. also es gibt auch übrigens große linke Kanäle, das muss ich an dieser Stelle vielleicht auch nochmal sagen, die gesagt haben, okay, ihr könnt unsere Inhalte für Shorts verwenden. Beispielsweise Grenzgängerstudios, Wohlstand für alle oder okay, ich bin jetzt kein so großer Kanal, aber meine Grenzgänger. Videos könnt ihr dafür natürlich auch verwenden. Also macht da gerne Shorts und ladet die dann auf YouTube Shorts, auf TikTok, auf Instagram hoch, damit das auch Leute erreicht. Also wie gesagt, haben andere große linke Kanäle auch schon gesagt, dass ihr das ruhig machen könnt. Auch von Sarah Wagenknecht, das wird ja auch sehr gut geklickt. Also die Leute wollen das ja auch sehen. Und ja, es gibt leider kein richtiges Vorfeld dieser Wagenknecht-Partei. Das muss sich erst bilden. Und ja, deswegen werdet aktiv, kann ich euch nur raten. Was können wir denn mehr tun, dass in den Heimatländern vielleicht mal wieder etwas Ich sehe auch gerade, die aufblüht? Also Grenzgänger haben ja es ist noch ja kein Zufall. mal Ich gesehen, die Grenzgänger haben ja auch noch mal auf Heros reagiert mit der AfD und Rüstungslobby. Ui, Nein, hast du haben dir sie das schon nicht. angeguckt? Wir haben die Ausschnitte aus den anderen Videos nochmal zusammengefasst. Also, ja, sie Ach haben so, nochmal okay, quasi ein alles eigenes klar. Video gegen die AfD damit gemacht. Also, Ferros war da nicht so sehr das Thema. Oder meinst du das zwei, den zweiten Teil gegen Ferros? Den hatte Alles ich mir klar. schon, auf den hatte ich auch schon reagiert. Ah, da hast du doch mitreagiert, oder? Das hatten wir auch schon, ja. Du meinst das Neue, du meinst das ganz Neue. Dass viele Menschen jetzt kommen aus Ländern, in denen auch der Westen Kriege geführt hat. Irak ist zum Beispiel Genau. eines der Fluchtländer oder Syrien ist ein Fluchtland. Syrien ist ein Land, früher kam aus Syrien kaum Flüchtlinge, weil das im Nahen Osten eigentlich, es war immer eine Diktatur, aber es hatte eine relativ gute Mittelschicht, es hatte für dortige Verhältnisse eigentlich einen guten Lebensstandard. So, das ist alles kaputt gemacht worden und auch der Wiederaufbau jetzt findet nicht statt, weil es brachiale Wirtschaftssanktionen gibt. Also heben wir die Wirtschaftssanktionen auf. Krieg, Bürgerkrieg ist dort eigentlich nicht mehr, also bis auf ganz, ganz wenige Bereiche. Das heißt, wir können sehr wohl sagen, die Menschen können. Selbst da sorgt die NATO dafür, dass dieser Krieg weitergeführt werden kann. Also die islamistischen Milizen, die beispielsweise den Nordwesten von Syrien besetzt halten, da hat die Türkei ihre schützende Hand drüber. Sonst wären die schon längst von der ja international anerkannten syrischen Regierung vertrieben worden aus Idlib. Also das sollte man vielleicht auch ganz klar sagen. Und die Türkei ist einer der wichtigsten NATO-Staaten. Ja, absolut, absolut vernünftig, was Wagenknecht hier sagt. Ich glaube, da kann man eigentlich nicht widersprechen. Zurückkehren, sollten auch zurückkehren. Wir reden über 1 Million Menschen aus Syrien. Das sind auch vielfach Menschen, die Syrien eigentlich braucht. Das ist nämlich die Mittelschicht. Dort, hier ist es natürlich, sind die Qualifikationen oft nicht anwendbar. Das ist auch ein großer Posten im Bürgergeld, muss man ehrlicherweise sagen. Also sehr wohl, ja, ihr könnt nicht mehr hier bleiben, aber wir tun etwas dafür, dass in eurer Heimat wieder etwas aufwärts geht. Also sprich, wir fangen schon mal an damit, dass wir diese Sanktionen aufheben und vielleicht auch, dass die USA nicht weiter die syrischen Ölfelder besetzt. Das ist nämlich auch ein großes Problem. Nun gibt es aber auch natürlich viele, die sagen, Deutschland braucht diese auch, diese Menschen, vor allen Dingen diese jungen Menschen. Deutschland steuert auf ein demografisches Problem zu. Deutschland hat ein Fachkräfteproblem. Wir haben ein Problem mit Unterbeschäftigung. Wir haben dreimal so viele offizielle Arbeitslose wie offiziell gemeldete offene Stellen. Also es ist komplett absurd, hier von einem ja, Arbeitskräftemangel oder Fachkräftemangel so zu reden. Wiederum andere sagen, die Hürden sind zu hoch, die kommen viel zu spät in Arbeit, wir erwarten zu viel, wir müssen Leistungsnachweise bringen und so weiter. Wäre es Wobei da man ja nicht auch natürlich dazu sagen muss, ein ich weiß nicht, wie du das siehst, aber du hast natürlich auch hier viele Leute, die einfach fürs Geld gar nicht mehr arbeiten wollen und wo man dann natürlich sagt, okay, oder wo man vielleicht keine Leute mehr findet. Wenn ich zum Beispiel jetzt Beruf des Kraftfahrers als Beispiel nehme, wenn ich das sehe, auch aus eigener Erfahrung, weil ich ja in dem Bereich gearbeitet habe, also im Lagerbereich, dass da eben viele Leute aus Osteuropa zum Beispiel eingestellt werden, die eben auch hier zum einen die Löhne drücken, ne? Die viele Rumänen zum Beispiel sind da ja da am Start immer, die da als LKW oder als Polen, die man natürlich dann ranholt, weil man entweder den Leuten das Geld nicht zahlen will oder kann und natürlich auch, weil vielleicht auch die Leute fehlen einfach, die den Beruf einfach nicht mehr machen wollen. Oder was würdest du dazu sagen? Aber das kann ich mal so
eigene Erfahrung jetzt mal hier einbringen vielleicht. Ja, absolut. Also das zeigt ja auch schon, dass die Firmen auf den gesamten europäischen Binnenmarkt zugreifen können. Also sie können aus Rumänien, aus Bulgarien, aus Polen, aus dem Baltikum, von überall her können sie Leute rekrutieren. Und dass da jetzt noch unbedingt noch mehr Länder geöffnet werden sollen, dass da unbedingt aus noch ferneren Weltregionen noch mehr Migranten importiert werden sollen. Also ich sehe diese Notwendigkeit nicht, zumal wir, wie eben schon gesagt, Unterbeschäftigung haben. Also du hast das gerade schon völlig richtig bemerkt. Also selbst wenn hier in Deutsch, wenn wir in Deutschland Vollbeschäftigung hätten, könnten die Firmen immer noch auf dem gesamten, im gesamten europäischen Binnenmarkt, also den Staaten der Europäischen Union plus Schweiz plus Norwegen, überall her, von überall her könnten sie Arbeitskräfte rekrutieren. Also selbst wenn wir Vollbeschäftigung hätten, müssten sich die Firmen eigentlich nicht und beschweren. Und sie nutzen ja zum Beispiel Kapitalisten, um die Löse zu drücken dann, ne? Oder oft. Ja, natürlich, das ist das Ziel. Deswegen versucht, das ist ja auch ein Ziel dieses europäischen Binnenmarkts. Dieser Race to the Bottom. Und ich also glaube... Ja, sag ruhig. Genau. Ja. Und, ja, und ich denke auch, glaube auch, wenn jetzt die EU oder AfD... Die glauben ja wirklich, das würde mit denen besser sein, ne? Aber gerade diese neoliberalen Parteien setzen ja auf Wirtschaftsimport, sag ich mal, um eben die weiter die Löhne zu drücken. Und dann wollen sie den Sozialstaat gleichzeitig auch irgendwie wahrscheinlich verkleinern. Das würde ich sagen, also ich aus eigener Erfahrung nochmal, ne? Das ist jetzt anekdotische Evidenz, aber ich glaube, es gibt viele Leute, die eher obdachlos wären, als dann für einen Kackjob zu arbeiten. Also klingt krass, aber ist so. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellt. So. Also, dass man quasi Leute zur Arbeit zwingen will, ne? Auch wenn man die einerseits dann gegen den Mindestlohn ist. Ich weiß halt nicht, wie man sich das vorstellt irgendwie. Es wird ja noch mehr Leute irgendwie abstürzen lassen, glaube ich. Vor allem, weil du auch so viele Arbeitslose hast, die einfach nicht arbeiten können, ne? Auch krankheitsbedingt oder so. Und wenn du den Sozialstaat verkleinerst, also kannst du mir folgen, was ich meine damit? Also, ja, kann ich. Zumal es ja nicht genug Arbeit gibt. Also die Vorstellung, wir bringen jetzt alle mal dazu zu arbeiten und doch so mindestens einen Lohn anzunehmen, selbst wenn das möglich wäre, gäbe es gar nicht genug Arbeitsplätze. Also selbst dann wäre, ist dieser Gedanke völlig schwachsinnig. Also das ist so, wie wenn du sagst... AfD würde dann... Das AfD-Vorfeld würde jetzt halt sagen, naja... So, Seller ist weg. Das ist traurig, aber ja. Bei mir kriegst du gerade weg. Ja, sorry, ich war gerade. Okay, weg. Jetzt ist er wieder ich hab da. Das überhaupt nicht gehört, ja, ich würde sagen, wir schließen die Aufnahme jetzt. Aber das AfD-Feld, was ich jetzt sagen wollte, das AfD-Vorfeld würde ja dann sagen: Naja, gut, dann, wenn wir die eh alle. Ja. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt von euch. Schade, dass du den Punkt nicht mehr machen kannst, aber das Internet hakt einfach zu sehr. Wir sehen uns nächstes Mal wieder.